Okay. Ich halte bei meinem Haupt, dass ich das nicht weiß. Oh mein Gott, das habe ich richtig erraten. 2 mal 2 macht 4, bitte, bitte, bitte. 3 macht 9. Hallo und herzlich willkommen zum Azubi-Quiz Prominenten-Special. Heute haben wir Marvin Neumann mit dabei. Er ist YouTube-Creator, Redakteur sowie Journalist und mit seinem Kanal vor allem auf das Thema Politik spezialisiert. Um die Azubi-Krone zu gewinnen, muss Marvin es heute mit Annika und Gina aufnehmen. Die beiden machen eine Ausbildung zur Buchhändlerin und wir starten das Azubi-Quiz mit einer Frage, die mit Marvins Heimatstadt zu tun hat. In welchem Jahr wurde der Buchdruck erfunden? 1596. Quatsch. Muss das Jahr ganz genau sein? Ich weiß es nicht. 1776. Da kann jetzt leider niemand mit einer richtigen Antwort punkten. Der Buchdruck mit beweglichen Lettern wurde ca. 1440 von Johannes Gutenberg in Mainz entwickelt. Das sorgte für die Verbreitung von Schrifterzeugnissen und damit von Wissen. Ein wichtiger Schritt im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit. Okay. Ich halte bei meinem Haupt, dass ich das nicht weiß. Wir bleiben bei der Literatur. Welches ist das am meisten verkaufte Buch der Welt? Die Bibel. Das ist vollkommen richtig. Mit ca. 3 Milliarden verkauften Büchern liegt die Bibel ganz klar auf Platz 1. Auf Platz 2 folgt eine weitere Bibel. Die Worte des Vorsitzenden Mao Zedong, auch Mao-Bibel genannt, verkauften sich 1,5 Milliarden Mal. Wir hatten schon eine Frage zu Mainz und jetzt kommt eine zur Region Neckaralb. Welcher Literat machte seine Buchhändlerlehre in Tübingen? Völlig aufgeschmissen. Bekomme ich auch einen Minuspunkt, wenn ich es falsch sage? Keine Ahnung, aber Goethe? Wahrscheinlich nicht. Kleiner Tipp, der Schriftsteller, den wir suchen, hat den Steppenwolf geschrieben. Hermann Hesse? Richtig! Seine Buchhändlerlehre in Tübingen machte der Schriftsteller Hermann Hesse. Das war von 1895 bis 1898. Für sein Werk wurde er 1946 mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet. Zur Verleihungsfeier kam er aber nicht. Sein Kommentar dazu? Der Teufel hole den verfluchten Kram. Jetzt kommt die Buchhändler-Challenge. Erzählt mir in jeweils 15 Sekunden, was euer Lieblingsbuch ist und warum ich es unbedingt lesen sollte. Die bessere Rede gewinnt. Los geht's mit Marvin. Ihr solltet das Buch lesen, Das Kaffee am Ende der Welt, weil wenn ihr noch nicht euren Zweck eurer Existenz gefunden habt, dann lest dieses Buch. Ihr werdet dort herausfinden, ob ihr glücklich seid in eurem Leben, mit eurem Job oder eben nicht. Und das Buch ist auch nur knapp, ich glaube, 100 Seiten lang. Das heißt, für die Leute, die auch keinen Bock haben zu lesen, super. Danke, Marvin. So, wer vom Azubi-Team stellt sich der Challenge? Annika? Okay, deine 15 Sekunden laufen jetzt. Ich finde, ihr solltet unbedingt Das Reich der Sieben Höfe lesen. Das ist eine ganz arg tolle Fantasy-Reihe mit Romantasy dabei. Und man kann sich einfach in eine wundervolle Welt voller Fantasie und einfach, ja, es ist einfach so toll. Danke, Annika. Also ich persönlich würde mir jetzt das Buch Kaffee am Rande der Welt kaufen, weil rauszufinden, ob man im Leben glücklich ist oder nicht, mit Hilfe von einem Buch, das nur 100 Seiten hat, finde ich super. Deshalb geht der Punkt an Marvin. Machen wir jetzt eine schnelle Runde, richtig oder falsch. Ich stelle eine Aussage in den Raum und frage euch abwechselnd, ob die stimmt oder nicht. Pro richtiger Antwort gibt es einen Punkt. Los geht's mit Annika und Gina. Und Achtung, es wird kompliziert. Auf seinem YouTube-Ausbildungskanal spielt Marvin Neumann einen Azubi, der es nur deshalb in eine Azubi-WG schafft, weil er einen YouTube-Ausbildungskanal betreibt. Klingt verwirrend. Aber ist es wirklich wahr? Nein. Die Aussage ist verrückterweise korrekt. Leider kein Punkt für das Azubi-Team. Die Miniserie, in der Marvin mitspielt, heißt Die Azubi-WG und ist auf dem Kanal Like a Boss zu finden. Jesus. Auf Like a Boss gibt es alles, was du zu den Themen Ausbildung, Praktikum und Bewerbung wissen musst. Den Link zum Kanal findest du hier oben in der Infokarte, unten in der Videobeschreibung oder in der Bio. Jetzt kommt eine Aussage für dich, Marvin. Die Harry Potter-Verfasserin J.K. Rowling hat ihre Vornamen mit Absicht abgekürzt, um ihr Geschlecht zu verbergen. Richtig oder falsch? Das ist richtig. Korrekt, die Behauptung stimmt. Somit gibt es einen Punkt für Marvin, es steht 2:2. Wird jetzt knapp, ne? Joanne K. Rowlings Verlag befürchtete, dass vor allem Jungen keine Bücher einer weiblichen Autorin lesen würden. Weit gefehlt, denn auch nachdem Rowling als weibliche Autorin bekannt wurde, verkauften sich ihre Harry Potter Bücher millionenfach. Qualität setzt sich eben durch.
Die nächste und letzte Kategorie ist Bücherraten. Ich gebe euch maximal 3 Hinweise pro Buch, Comic oder Buchreihe und ihr dürft Tipps abgeben. Los geht's! Der Vater der Hauptfigur lebt in der Südsee. Zweiter Tipp: Die Protagonistin beherrscht das Einmaleins nicht. Pippi Langstrumpf? Vollkommen richtig! 2 mal 2 macht 4, bitte, 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 3 macht 9. Soweit reicht meine Songkenntnisse leider nicht mehr. Pippi Langstrumpf ist die Buchreihe, die wir gesucht haben. Erfinderin des mutigen und superstarken Mädchens ist die schwedische Schriftstellerin Astrid Lindgren. Kommen wir zur zweiten Buchreihe. Tipp Nummer 1. Glaubt man der Handlung, dann haben die beiden Hauptcharaktere schon vor Kolumbus Amerika entdeckt. Dann gebe ich euch mal noch einen zweiten Tipp. Geht es nach den Dorfbewohnern, sollten, kulinarisch gesehen, ganzjährig Wildschweinwochen gelten. Asterix und Obelix. Vollkommen richtig, Gina. Die Antwort lautet Asterix und Obelix. Ach, stimmt ja auch Comics. Im Kampf gegen die Römer erleben die beiden viele Abenteuer auf fast allen Kontinenten. Die Comicbuchreihe wurde bereits in über 100 Sprachen übersetzt. Ich hole das noch auf. Vielleicht mit ein paar mehr Fragen zum Like Boss-Kanal. Als nächstes suchen wir ein einzelnes Buch. Erster Tipp. Der Hauptcharakter hinterlässt überall eine Schneise der Verwüstung. Und das, obwohl er kein Azubi ist. Schneise der Verwüstung. Ich gebe euch mal noch einen zweiten Tipp. Ein Alternativtitel für das Buch könnte sein Morden für einen duften Zweck. Ich habe noch einen Tipp. Oh, das Parfüm? Oh mein Gott, das habe ich richtig erraten. Richtig, gesucht war das Parfüm von Patrick Süßkind. Der Roman handelt von Jean-Baptiste Grinouille. Sein Ziel ist es, der beste Parfümeur aller Zeiten zu werden. Dabei schreckt er vor Mord und Totschlag nicht zurück. Dann schauen wir mal auf den finalen Punktestand. Es steht 4:3 für das Azubi-Team. Somit geht die Azubi-Krone an Annika und Gina. Herzlichen Glückwunsch! Könnt ihr euch eine Ausbildung zur Buchhändlerin oder zum Buchhändler vorstellen? Was ist euer absolutes Lieblingsbuch? Ja, und falls ihr noch nicht genug habt vom Azubi-Quiz, dann schaut euch jetzt unbedingt auch noch die restlichen Folgen an. Der beste Tag liegt eigentlich schon die Hand am Wasser, ne? Die bessere Rede gewinnt. Los geht's mit Marvin. Stopp! Wir brauchen einen, schon loslegen. Kannst du 15 Sekunden timen? Auf Platz 2 folgt eine weitere Bibel. Die Worte des Vorsitzenden Mao Zedong. Oh, warum macht immer diesen Vater? Sorry, ich muss, ja. Ganz kurz, wir haben so eine kleine interne Challenge. Wer es schafft, den Text möglichst kompliziert für Sie zu machen, der hat gewonnen. So, wer vom Azubi-Team stellt sich der Challenge? Ich, aber ich muss kurz überlegen, welches ich nehmen soll. Das ist einfach zu viel. Das fällt in 15 Sekunden schon rein. Achso, das ist sie wirklich schon rein? Nein. Oh Gott, ich war jetzt gerade total überfordert. Erfinderin des mutigen und superstarken Mädchens ist die schwedische Schriftstellerin Astrid Lindgren. 2 mal 2 macht 4, wie die wird... Ach Gott. Ach komm. Ich finde das viel cooler, wenn die drei das machen. Okay. Vielleicht könnt ihr es mal im Chor anstimmen. 2 mal 2 macht 4, bitte, bitte, bitte. Und 3 macht 9. Wollt ihr das machen? Ach komm. Das könnt ihr bestimmt besser als ich. Sehr empfehlenswert. Also das steht auf meiner Liste. Es steht zu viel auf der Liste. Ihr habt ja eine Buchhandlung. Da sollte das Buch, glaube ich, zu finden sein. Okay, kein Problem. Kein Problem.